Hallo, Hallöle und herzlich willkommen wieder mal zu einer weiteren Session. Exosockte, Minecraft, Skyblock, Tacket, Classic. Ja, so sieht's aus. 41 Mods loaded. Ich würde mal sagen, wir gehen direkterweise in den Speicherstand hinein. Jetzt muss ich mir erstmal selber mal gucken, wo wir hier stehen geblieben sind. Ist ja Wahnsinn. Ich weiß gar nicht mal, wo wir hier stehen geblieben sind. Ich muss mir mal hier so einen kleinen Überblick verschaffen. So, wir hatten ein bisschen Natur gehabt. Jetzt ist die Natur ja mittlerweile schon ein bisschen lauter. Ist das heute so laut oder ist das Spiel so laut? Ich weiß es nicht. Wenn das Spiel zu laut ist, sagt mir mal bitte Bescheid. Pommes Unicorn. Ist das ein geiler Name? Hallöchen, Popöchen. Und herzlich willkommen hier im Stream. Das ist ja echt geiler Name. Ich feiere den gerade. Alter Falter. Mann. Ich habe echt das Gefühl, dass das Spiel so laut ist. Optionen. Musik, Geräusche 100%. Das sind aber die anderen Geräusche. Warte mal, da muss ich in den Soundmixer. Aufnahmegerät, Mixer öffnen. Wo haben wir das? Ach, ich sehe auch schon, warum das so teuer ist. So laut ist. Der hat mir das tatsächlich lauter geregelt ohne Ende. Ist ja Wahnsinn. Jetzt muss ich hier noch meinen Sound nochmal ändern, weil die Musik ist auch ein bisschen laut, finde ich. Meiste noch lauter. Ach, ich brauche eine krumme Zahl. Alter, kriege ich ja keine krumme Zahl zusammen. Doch jetzt. Das ist doch super. Musste mir einen neuen Account machen. Ich hieß früher Gronkh-Fan. Was? Du warst vorher Gronkh-Fan? Meine Güte, was war mit deinem Account los? Was ist da passiert? Schockierenderweise. Oh, wir haben ja so viel Zeug da drin, ne? Warte mal, weil wir so viel Zeug haben, wir brauchen es ja eh. Wir wollen ja sowieso bauen. Dann nehmen wir uns das mal direkterweise raus. Ich will heute eine Landeserweiterung machen. Ja. Das heißt, ich will heute nochmal ein bisschen landgängig machen etwas. Da brauchen wir ja sowieso hier die Klöppelsteine. Komm dran, was wolle. Da komme ich gar nicht so einfach rüber hier. Muss ich mal sehen. Ja, machen wir es so. Oh. Wir kriegen heute Steine zusammen. Das wird richtig geil hier. Wackelpudding. Hi, geiler Stream. Danke sehr. Oh, geil. Ist das super. Ich habe doch gar nicht mal richtig angefangen heute und schon wird geiler Stream geschrieben. Verstehe das gar nicht. Hab neues Handy und kam nicht mehr rein. Keine Ahnung wieso. Oh. Vielleicht eventuell fehlerhafter Accountdaten oder so, wer weiß. Das sind die üblichen Probleme des sogenannten YouTubings oder Twitchings oder sonst was. Wenn man immer seine Accountdaten vergisst. Passiert mir manchmal auch. Vor allen Dingen vergesse ich gerade, wo ich lang wollte. Hier auf meiner Maschine entlang. Oh Gott, ist die voll. Oh Mann, meine arme Maschine. So, ich sollte mir hier mal eigentlich einen besseren Weg bauen, dass ich hier mal auch rüberkomme oder sowas. Okay, jetzt wollen wir erstmal ein paar von diesen Blöcken loswerden. So, Blöcke sind alle schon mal weg. Ist alles sehr schön. Fabs, auto hosting me. Thank you for so very much. Ja. Weg sind wir von der Anlage, dann wird schon ein bisschen leiser. So, ich brauche Werkzeuge. So, ich nehme mir mal ein Werkzeug mal mit. Dann Holz. Da müssten theoretischerweise unsere Fakelen drin sein. Sind sie auch. Die kopieren wir uns mal. Wir haben ja mittlerweile geilste EMC-Werte. Wir haben 51.000 EMC. Ist ein echt nicer Wert, kann man nicht anders sagen. Es ist ein richtig geiler Wert. So, Holz. Die Fackeln kommen wieder mal weg. Dann holen wir uns die Fackeln mal dahin. So, wir haben Hühnchen, wir haben das, wir haben das. Jetzt muss ich noch mal kurz gucken, bevor ich anfange zu bauen. Oh, habt ihr das gesehen? Da kam gerade noch ein Emerald rein. Ein neuer Emerald. Das bedeutet, wir haben wieder 2000 EMC mehr. Genau, verbrennen wir die mal. Yes, wieder 52.000. So muss es sein. Gut. Ich möchte gerne, jetzt muss ich mal überlegen, hier natürlich gerne weiterbauen. Das Problem ist jetzt aber, hier ist es jetzt nicht blau. Das ist erst ab der Höhe blau. Jetzt muss ich mal gucken. Das ist die Höhe, wo es blau ist. Das heißt, das ist dann die unterste Kante und dann machen wir die blaue Kante. Gut, das ist jetzt die unterste Kante.
Das wird jetzt ein bisschen blöd und kompliziert, aber ihr werdet schon sehen, was ich meine. Ich habe nämlich eine neue Theorie, warum ich auf der einen Seite keine Schafe mehr bekommen habe oder so. Das liegt einfach daran, dass da wohl eine Lücke zwischen war und dann behindert das das Spawning oder so. Und deshalb müssen wir das hier ein bisschen anders bauen. In der Hoffnung, dass wir das dann doch Tiere ranbekommen, nochmal mehr. Weil so ein paar Animals wären gar nicht mal so verkehrt. Und deshalb muss ich mal schauen, dass wir da, ja, dass wir auf eine richtige Höhe bauen, ne? Ja, Skyblock Tacket, Classic in dem Fall. Ihr seht, hier gibt's nichts da unten. Da ist das dunkle, dunkelste Dunkel. Oder wie sagt der Herr Reaper aus Overwatch? Schwarz ist das neue Schwarz. Ja, so in der Art könnte das sein. Gut. Jetzt kommt, ja, das, was eigentlich Skyblock Tacket ausmacht. Also Skyblock generell. Landeserweiterung, genau. Das ist das Spannendste an diesem Spiel. Spannender wird's nicht mehr. Das ist ja schon, das ist jetzt das höchste der Niveau hier. Das heißt die Hölle. Ja, Skyblock Tacket. Also für alle die Leute, die es antun wollen, denkt dran, das hier ist jetzt die spannendste Aktivität, die ihr in diesem Spiel dann erleben werdet. Spannender wird's nicht. Jo. Aber das Spiel ist schon geil eigentlich. Kann eigentlich nicht meckern. Vor allem, wenn man bedenkt, was man alles aus diesem Spiel sowieso Minecraft generell rausholt. Also, da gibt es ja mittlerweile so viele Spielmodi. Das ist die Hölle. Also, wenn man mal davon ausgehen würde, wenn man würde für jeden Spielmodi, den Minecraft bietet, einen eigenen Twitch-Kanal aufmachen, ja, dann würde man nie fertig werden, da alle anzuschauen. Weil mit jedem anderen neuen Indie-Spiel oder was so rauskommt, kommt auch ein neues Minecraft-Spiel raus, weil Minecraft das eine oder andere Spiel einfach mal strunz kopiert und fertig ist, wa? Ja. Da gibt es zum Beispiel auch von hier dieses eine Zombie-Spiel hier. DayZ sogar eine Minecraft-Mod. Das muss man sich mal überlegen, ne? Aber so ist es. So, jetzt sehe ich hätte da noch weiterbauen können. Hahaha. Machen wir das mal. Alter, wie weit hätte ich denn da bauen können, ey? Mann. Gucken wir mal. Schön, dass ich die Minimap habe. Die hilft hin und wieder. Nicht immer, aber doch schon mal ein bisschen. Naja. Leute, was ist auf euren Herzen? Was habt ihr die Wochen so erlebt? Mensch, vor allen Dingen bei dir, Gronkh-Fan. Wir haben uns ja doch wieder ein Weilchen nicht gesehen. Ja, da vergeht ja immer so viel Zeit. Und man erlebt immer so viel. Ja. Mein Leben ist gerade aktuell selber sehr aufregend. Was so mit neuer Arbeitsstelle, Möglichkeit zu tun hat und sonstiges. Ja, da muss ich erstmal gucken, was da noch rauskommt. Das ist jetzt alles noch nicht mal legefrisch. Da mal gucken, was sich da entwickelt. Vielleicht krieg ich bald einen neuen Job und wenn ich einen neuen bekomme, mal sehen, wie sich der darstellt. Und. Wenn ich einen neuen Job kriege, ja, dann gibt es wohl bei mir auch bald einen neuen Umzug ins Haus. Wenn ich einen neuen Umzug habe, dann kann sein, dass ich ein eigenes Studiozimmer habe und. Das wird wirklich sehr aufregend nochmal. Also, bei mir ist da momentan nicht so viel los. Bei dir ist nächstes Mal viel los. Dann ist also bei mir die Aufregung pur und bei dir ist es recht ruhig. Ja, warum auch nicht, wa? Muss ja nicht überall alle so fast runter und drüber gehen wie bei mir. So, da mache ich gleich mal zwei rauf. Das hat nämlich damit zu tun, dass ich wieder da eine Sicherheitsfackel drauf mache. Ihr wisst ja, ich fackel nicht lange. Oh Gott, der ist so schwach. Oh Mann. Wer schreibt hier meine Texte? Ach, ich selber. Oh, ja, dann tragt das wieder mal selber die Verantwortung hier, so ein Mist. Schade, dass ich das auf keinen hier... gibt es dann auch eine Facecam? Ja, dann wird es auch eine Facecam geben, aus einem einfachen Grunde, weil es dann auch ein Greenscreen geben kann, den ich hier jetzt absolut nicht aufstellen könnte. Und ich habe ja immer gesagt, dann sitzt ihr mehr oder weniger direkt in meinem Wohnzimmer und das muss ja nicht sein. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich irgendwann mit Facecam anfange, dann will ich es dann halt auch richtig machen.
Das heißt, dann will ich natürlich auch einen Greenscreen haben und pipapo. Dann muss ich mal gucken, wie ich das mit dem Mikro noch mache. Das ist ja halt dann doch wieder vor mir Sicht und solche Geschichten. Ne? Müssen wir mal schauen. Das wird noch ein bisschen komplexer werden. Ja, das wird ein bisschen komplexer werden. Ja, ja. Gut. Ja, weiter hier. Text. Genau, weiter bauen. Genau, das war's gewesen. Boah. Ja, ja, die gute alte Facecam. Ich weiß gar nicht, wie oft mittlerweile schon bei mir Facecam angefragt wurde. Exos, wann machst du denn Facecam? Wir wollen dich mal sehen. Leute, wenn ihr mich gesehen habt, dann werdet ihr merken, oh, der sieht ja auch aus wie jeder Mensch. Ist ja nichts Besonderes. Ist ja. Aber ich werde auch von vornherein sagen, ich werde die Facecam nicht in jedem Spiel verwenden. Ne? Also bei Minecraft kann ich es mir vorstellen, da kann man es machen. Aber jetzt, wenn ich zum Beispiel was Storylastiges spiele oder sowas, dann werde ich die natürlich nicht verwenden, weil ich der Meinung bin, das versaut einfach die ganze Stimmung. Ne? Also eine Facecam passt einfach auch nicht überall rein. Ne? Vielleicht sollten wir dann auch mal wirklich sowas wie Horrorspiele spielen. Ne? Ist ja zum Beispiel, was ich auch noch nie gemacht habe im Stream, ein Horrorspiel gestreamt. Mal gucken, ob ich wirklich so furchtlos bin, wie ich immer denke. Ach ja, weil wie ist es nicht? Das müsste man dann halt auch rausfinden. Ja, ja, ja. Die großen Geheimnisse. Man weiß es nicht und dann findet man es dann raus. Das ist so wie bei Mythbuster, hä? Naja. Aber jetzt muss ich mir erstmal hier konzentrieren, was wir hier weiter unsere Ebene gebaut kriegen. Ist ja auch nicht immer so einfach. Und mir fällt gerade auf, dass ich gerade ziemlich Mist baue mit diesen Fackeltürmen. Aber das werde ich nachher noch korrigieren, weil auf der nächsten Ebene soll ja eigentlich Grasblöcke rauf. Ja? Die sollen da eigentlich theoretischerweise rauf, damit wir wieder neue Viechereien haben. So die Theorie. Ja? Ich muss gucken, ob es funktioniert. Das ist ja mal... Wie gesagt, auf der anderen Seite, hoppala, weil auf der anderen Seite war ja auch nichts gespawnt. Warum auch immer, ich verstehe es nicht. Aber ich hoffe, dass es wirklich daran liegt. Wenn es jetzt wirklich daran liegt, dann muss ich die ganzen Ebenen wieder so bauen, dass ich die wirklich im Sandwich-Format baue. Und dann funktioniert das wenigstens. Vielleicht werde ich dann sogar Dreierblöcke Höhe bauen oder sowas. Müssen wir mal schauen. Oder ich werde einfach so zwischendurch Spawn-Areale bauen, wo einfach Tiere spawnen und dann lasse sie einfach ausbreiten oder so. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das hinkriegen. Aber zumindest weiß ich, die Welt wird hier noch größer werden. Das weiß ich auf jeden Fall. Weil ich irgendwie so einen gewissen Reiz da drin sehe, immer mehr zu bauen. Ne? Aus dem Nichts heraus immer mehr. Und wer weiß, wie groß das hier mal wird. Ich weiß es nicht. Ja? Also mal schauen. Es kommt natürlich auch drauf an, wie man mich hier halt besucht im Stream. Und wie ich dadurch auch sozusagen bei der Stange hier halten werde. Oh Gott, darf man sowas überhaupt sagen? Ich bei der Stange hier halten? Man weiß ja, im Internet wird ja mal so viel falsch verstanden. Ja, ja. Oh, der Exos hat gesagt, er will an der Stange gehalten werden. Ja, ja, so in der Art. Ja, also jedenfalls aus diesem Parameter heraus muss man halt mal gucken, wie groß das Ganze hier werden wird. Ja, das ist schon so eine Geschichte halt. Ja. Es gibt ja noch ein paar Ideen, die ich halt im Kopf habe. Eine von diesen Ideen haben wir jetzt ja schon hin so ein bisschen realisiert. Dann will ich ja halt noch an KSP gedenken, einen kleinen Raumhafen bauen. Auch das steht noch hin. Dann möchte ich gerne auch noch einen Zeppelin nochmal bauen, einen richtig schön großen Zeppelin. Ich hatte ja mein Let's Play schon Zeppelin gebaut. Aber der ist eigentlich zu klein. Also ich will einen richtig großen Zeppelin bauen, der ja nochmal einen richtigen Ballon hat. Also einen richtig großen, also richtig Gaspeding. Also einen richtig, richtig großen Zeppelin. Also der Zeppelin ist echt, der ist Pflicht. Ne? Vielleicht könnte man auch so wie bei Final Fantasy solche Luftschiffe bauen. Wäre auch eine Idee. Also wie ihr merkt, also Ideen gibt es noch und nöcher. Die Frage ist nur, was machen wir davon als erste, zuletzt oder der Mitte? Ja. Dann habe ich überlegt, das ganz klassische, so eine Art schwebende Baumstadt zum Beispiel oder sowas. Und dann müssen wir mal gucken, was wir mit den Dörflingern anfangen. Das Dorf sozusagen nochmal vergrößern. Denen nochmal ein bisschen mehr Essen spendieren und solche Geschichten halt. Ja. Genau.
so und so weiter. Aber jetzt müssen wir erstmal hier den Boden ausbauen. Wo bekommst du eigentlich die Steine her? Die kriege ich aus EMC. Also, ich spiele in einem bestimmten Modus, wo man EMC herstellen kann. EMC ist so eine Art, ja, irgend so eine Energie halt, wa? Und aus dieser Energie kann ich dann halt Objekte generieren, ne? Und da kriege ich jetzt, habe ich mir jetzt Steine generiert jetzt. Ja. Und Steine selbst generiere ich aktuell auch aus Cobblestone-Generatoren. Nur, dass ich meine Cobblestone-Generatoren automatisiert habe. Das heißt, während ich hier arbeite, kann man da hinten, ich muss mal kurz mal weg von der Klippe, da hinten, da, was man da so sieht, das da, das, was da so pumpt und arbeitet. Das ist mein Cobblestone-Generator und in der Mitte von diesem Cobblestone-Generator ist ein EMC-System. Also der stellt mir Emeralds her. Die Emeralds werden durch diese Röhre hier vorne hin transportiert und dann habe ich da hinten ein Magic Table und da kloppe ich die ganzen Emeralds rein und die geben mir EMC und mit den... Nein, nein, nein! Ja. Schön. Mist. Wie spät haben wir es? 18.40 Uhr. Merkt euch mal die Uhrzeit. Ah, 18.40 Uhr. So ein Mist, da sind zu wenig Fackeln. Wir gehen mal schlafen. 18.40 Uhr. Shit. Mist. Ah, 18.40 Uhr. Na, so eine Sauerei. Ich bin gestorben. Jetzt wisst ihr, warum ich überall Fackeln habe. Ja. Der eine oder andere hat gesagt, ja, stell doch mal auf easy. Da musst du nicht so viele Fackeln machen. So, jetzt erstmal Holz die Holz. Jetzt kommt erstmal das Pflichtprogramm. Wo haben wir es? Hier. Ich habe nämlich so eine Art Friedhof. Ja. Da vorne sind noch mehr Viecher. Na, tolle Shit, ey. So, das ist der nächste Tod. So, heute haben wir 20.01.7-1. Was für ein Datum haben wir denn heute? 21. Wa? Ja. 21. 18.40 Uhr habe ich gesagt. Todesursache war Boom Creeper. Ja. Da sind wir schon mal gestorben. Das war, ja, das war noch im letzten Jahr. Da bin ich runtergefallen einfach. Und hier bin ich jetzt Boom Creeper. Jetzt muss ich gucken, dass die Creeper sich da decayen. So ein Mist aber auch. Warum passiert mir sowas? Ausgerechnet mir, Mann. Ich hab doch nichts getan. Ich bin doch ganz lieb. Hier, da kommt wieder so ein Emerald übrigens da. Jetzt kann man sich das direkterweise mal so angucken. Geil, wa? Ja, aber durch den Creeper bin ich halt runtergestoßen worden. Das war halt die ursprüngliche Ursache. Hä? Herr Daumel, das war die ursprüngliche Ursache. So, gib wieder 3000 EMC. Yes. Da sind mir meine schöne, teure Spitzhacke runtergefallen und meine schöne, teuren Fackeln. Und die Hühnchen sind runtergefallen. Ah, Mist, ey. Ah, das gefällt mir jetzt schon wieder, ey. Aber ein Glück habe ich hier Steine ohne Ende. Oh. Also, wenn ich nichts habe, aber ich habe Cobblestone. Ja, ja. Cobblestone ohne Ende. Wisst ihr, was ich mache? Ich lasse das mit den Hühnchen sein. Die sind mir eh zu teuer. Mir fällt gerade eine bessere Idee ein, was ich zum Nahrungsmittelaufnahme nehme. Der eine oder andere ahnt es schon. Ich hole mir da hinten, hier, da. Melonas. Lecker, 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 lecker. Noch mehr.
Ja, Daumel. Da gab's was wegen den Namen, aber das würdest du dir bestimmt selber erklären. Gut, so, 64 plus sowieso, ja, die restlichen drei, die mache ich mal weg hier. So, danke sehr. Jetzt muss ich mal wieder die Holz, die Holz, wie Fackel muss ich sie wieder kopieren, weil ich mir die anderen ja zerschossen habe. Ah, toll. Also, Fackeln kopieren. 1, 2, 3, 4. So, das sollte reichen. Das heißt, Holz wie Holz. Ich und mein Holz. Ein Stapel wieder zurück. Die Melonas kommen hier hin. Boah, was ist denn das für ein Geräusch, ey? Irgendwelche Tiere. So, jetzt sollte ich wieder weiterbauen. Ich hätte auch einfach schlafen gehen können, mal ganz ehrlich, oder? Dann habe ich doch gar kein Problem mit Spawnings. Jetzt mal so im The Ernst. In The Ernst. Kann ich das doch so bauen, ohne die Fackeln hinzuplatzieren gleich? Oder? Oder doch? Hätte ich gar keinen Unfall haben brauchen. Eigentlich habe ich mich viel zu blöd angestellt. Wie immer. Also meistens, wenn man stirbt, dann ist das sowieso aus Blödheit hier in Minecraft. Ganz selten aus fehlenden Skill und noch seltener, weil das Spiel böse war. Naja, das war einfach Blödheit. Ich hätte pennen gehen können und vor allen Dingen hätte ich nicht so... Frage, gibt's in dem Minecraft die Zauberstäbe? Ich habe keine Zauberstäbe, nein. Wie heißen die denn, die Zauberstäbe? Ich kann ja mal nach scannen, nach dem Objekt. Schreibt's mir mal im Chat, dann muss ich mal gucken, ob es da Zauberstäbe gibt. Vor allen Dingen, ja, werde ich mal sehen. Schreibt mir mal, wie der heißen soll, der Zauberstab. Dann gebe ich das mal ein. Bestimmt irgendwas mit Magic Wand oder sowas, schätze ich mal. Warte mal, können wir ja mal gucken. Magic Wand, Wand. W-A-N. Nö, sieht nichts nach Zauberstab aus. Terra Ward gibt es. Keine Ahnung, was ein Terra Ward ist. Netherwarze. Aha, auch nicht. Magic. Nö, auch nicht. Gibt keine Magie und keine Zauberstäbe. Nee. Definitiv nett. Dip, 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 dip. Yeah, 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 yep, da, 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 da. Wow. Ah, ja, ja, ja. Wieder ein bisschen was verbaut. Das passiert auch ab und zu. Aber naja, wird schon lernen. Also am ätzendsten ist wirklich immer diese untere Schicht. Die andere Schicht, die andere Ebene, die geht wieder. Aber die unterste Schicht ist immer nervend. Nervend ohne Ende. Das nervt wirklich. Da kriegst du echt die Pilze bei. Aber was für Pilze, verrate ich nicht, weil das wäre ein bisschen illegal. Oh, Pilze. Ja, Pilze gesagt. Ja, hat er gemacht. Okay. Wäre dann einfacher zum Bauen. Da kannst du acht Steine auf einmal setzen. Oh, das klingt ja schon interessantos. Interessantos. Acht Steine auf einmal setzen. Na, das wäre genau das Richtige für mich eigentlich, wa? Okay, ihn setzen und halt gleich acht Stück in eine Reihe. Das wäre ja schon der Hammer irgendwie. Mann. Aber schade, dass es bei der Version nicht geht. Ich weiß auch gar nicht, ob ich später das nochmal umkonvertiere, die Welt. Ob das auch so einfach geht. Und dann nochmal eine neuere Version von Skyblock Ticket. Ah, weil das sollte jetzt ja erstmal nur Einstiegsdroge werden, ne? Man versteht. Ja, mal so schnuppern, mal gucken, wie geht. Und dann gib ihn eins. Eben halt immer so Stück für Stück vorantasten, ne? Auch erstmal so ein bisschen alles so ein bisschen kennenlernen und
Mal gucken, was die Kreativität hergibt und solche Geschichten halt. Ja. Das ist ja dann nachher bestimmt noch mal ausbaufähig. Hoffe ich zumindest. Ansonsten kann man mal auch da vielleicht drüber nachdenken, dass man es vielleicht doch mal sogar, vielleicht sogar mit mehreren spielt, dass man nochmal eine andere Welt macht. Sprich, das ist die Solo-Welt und bleibt Solo-Welt und dann macht man nochmal vielleicht mit anderen, die wirklich regelmäßig Interesse haben. Mal ein Projekt wäre natürlich auch wert. Builders Went wäre das, was du brauchst. Aha, also Went hatte ich ja eigentlich eingegeben, oder? Gibt's nochmal einen, warte mal. Bui. Aha. Bilder habe ich und Bildercraft Sensormodul. Ein Bilder. Was ist denn da drin? Das sieht spannend aus. Ein Landmark. Diamantgier, eine Truhe. Löwenzahn, gelb. Eieieiei. Extra Utility Mods. Aha, extra Utility Mods. Ja, die habe ich nicht drauf. Ich habe die hier drauf. Ich habe IC2, Red Power, Sensors. Das sind die Vanilla-Teile und ja, whatever.com. Privatsniffer. Oh Gott, ey. Ja, ganz spannendes Zeug halt. Da muss man mal kicken, was wir mal hinkriegen. Ja, wäre schon nice, wenn man das einfach so raufklatschen könnte, dieses extra Utility. Wäre natürlich gar nicht mal so schlecht. Wenn ich dann 8 Blöcke mal auf einmal bauen könnte, dann wäre diese Bodendinger-Bausession definitiv schneller durch. Das wäre irgendwie frohlockend. Ne? Ah, verlockend ohne Ende, sowas. Dann wäre ich das wirklich sehr schnell durch. Mit einem Klick 8 Teile hingesetzt. Das hätte schon was. Das hätte schon was. Alter, dann kriege ich richtig Landmasse hingebaut. Ne? So, schnell mal wieder schlafen gehen jetzt erstmal. Sonne geht unter. Dann brauchen wir uns wesentlich mit der Creeperino nicht ärgern. Ja, aber das wäre schon echt verlockend. Man muss ja echt mal den Kopf drüber schmeißen. So. Mond sehe ich. Ah, noch nicht ganz. Jetzt sehe ich ihn. Okay. Exo, wenn du lachst, muss ich direkt mitlachen. Bin ich so infektiös? Das ist ja mal der Hammer. Ich bin infektiös beim Lachen. Na, meine Güte. Aber ich glaube, da gibt es Schlimmeres, was infektiös sein kann. Cholera, Pest, Windpocken, afghanisches Lungenbumsen, katalanische Schüttelhebung und die ganzen lustigen Krankheiten, die dann weniger lustig sind, wenn man sie hat. Oh yeah. Aber Lachen soll ja wiederum gesund sein. Also wenn jemand solche dieser genannten Krankheiten hat, einfach mal bitte mitlachen, das soll gesund sein. Lachen hilft. Ja, zumindest gegen schlechter Stimmung. Ja, da hilft es auf jeden Fall. Oder bei Lichtmangel. Aktuell leiden wir alle unter Lichtmangel. Hä? Man steht auf, das ist noch dunkel. Man kommt nach Hause, es ist Feierabend. Und dann ist es auch schon wieder dunkel. Exo, das Altern ist ultra ansteckend. Ja, ja. Ja, dann dürft ihr nicht meinen Stream angucken. Ich bin ja schon sehr alt. Dann werdet ihr ja noch älter, meine Güte. Oder ihr guckt meinen Stream an und fühlt euch einfach jünger dabei. So nach dem Motto, naja, so alt wie der Exos ist und gute Laune hat, da fühle ich mich ja glatt noch besser, weil ich bin ja noch jünger. Ja, ja, das kann natürlich auch wieder motivierend sein. Ne? Ja, ja. Gut, wir kommen langsam der Sache näher. Ja, wir kommen der Sache wirklich langsam näher. Ich denke mal, ich hätte es gleich so machen sollen. Das frisst weniger Zeit, die Methode. Aber naja, man kommt ja meistens immer erst mal später drauf, wenn es meistens vorbei ist und es hat schon Bumm gemacht. Ne? Dann kommt man auf solche Lösungen. Aber na gut. So, hier werde ich, wie gesagt, noch mal eine Spawn-Area versuchen zu bauen. Dann werde ich dann einen Zaun rumklabustern, weil ihr wisst ja, damit mir die Tiere nicht runterkommen. Weißt du, bis wann du streamst? Heute? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab ja erst gerade angefangen. Also ich bin jetzt noch frisch und munter. Kann sein, dass es länger wird.
Und es kommt natürlich auch ein bisschen auf die Leute drauf an, wenn sie mitchatten, vielleicht auch mal das eine oder andere interessante Thema haben. Ne? Also ich gehe gerne auf Themen ein. Wie gesagt, es liegt immer auch an der Zuschauerschaft. Wenn die Zuschauerschaft komatös vom Monitor, vom Smartphone, vom Tablet oder was auch immer das kommt, rumlungert, dann merke ich natürlich so zwei...